Ihr wollt wissen, warum ich mich an die Rohre wage? Dann bleibt dran! Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und dann die Musik wechseln. So, tauschen wir die beiden. Läuft doch. Okay. Oh, hier war was. Oh. Bin ich da jetzt? Moment. Also, wir haben vor, die restlichen vier Dinger für diese Seite hier anzubringen. Aber. Oh. Da ärgern mich gerade die Rohre. Gut, das könnte man zur Not umlegen. Es sind zwei. Zwei Rohre könnte man definitiv in die Ecke bringen. Wie sieht denn das hier aus? Hier drunter. Okay. Ich könnte die zwei Rohre hier an die Seite legen. Ja, das wäre nochmal möglich. Überlege ich mir noch, ob ich das mache. Vielleicht mache ich auch einfach hier den Anschluss. Das könnte natürlich auch gut gehen. Weil eigentlich, was ich vorhabe, sind die letzten vier Sachen anbringen, wie schon gesagt. Und dann muss das ja hier hoch irgendwie, der Spaß. Und das will ich sowieso hier reinbringen, weil das meiste ist, glaube ich, hier unten. Nochmal nach. Wir haben auf jeden Fall die Plutoniumzellen, die über die Fabrikatoren kommen. Die müssen da rein. Und dann habe ich noch. Das sollten vier Sachen sein. Die Uranium Fuel Rods. Plutonium Pellets. Die kommen auch von hier vorne. Das ist alles kein Problem. Die Plutoniumzellen. Und die Uranzellen. Ja. Das sind alles Sachen, die wir da vorne und hier bauen, da hinten. Also alles kein Ding. Und eine Etage höher. Die Etage höher könnte man überlegen, ob wir sie zusammen mit dem hier runterbringen oder wollen wir die. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Wie machen wir das? Wollen wir die bis hier hinbringen, wobei die eine Etage höher ankommen, dann kämen sie von da und müssten hinten ran. Ich glaube, ich setze die. Ich setze die runter. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich fange mit den Plutoniumzellen hinten an, aber wenn ich mir das angucke, ich habe hier noch Particle Accelerator mit drauf. Das sind die Plutonium Pellets, vier Stück. Damit kann ich doch als. Kannte ich doch als erstes. Richtig. Irgendwann lerne ich das deutsche Sprache auch noch. So, wenn ich das richtig sehe, müsste ich die hier ansetzen. Wie mache ich das denn jetzt? Erstmal, ich nehme mir den raus. Und dann hätte ich den hier zum Rein- und Rausfliegen, genau. Strom, ja. Du, Kollege, kommst genau auf den. Okay. Also wir wollen dich dahin haben. Dann setzen wir uns da eine Wand hin. Wir setzen uns da eine Wand hin und was macht er? Drückt woanders drauf. Natürlich. Und da brauchen wir definitiv noch sowas hier. Sowas. Können wir uns die Wand schnappen? Dann geht das immer noch nicht zu, ne? Nee. Wie viele habe ich hier? 1, 2, 3. So. Dann kann ich mir auch blöde Kommentare entsparen. Also, was heißt blöde? Sind die ja hilfreich, aber. Was machen wir jetzt folgendes? Das ist ja unser Anschlusspanel hier.
Strom. Dann sollte ich da hingehen. Also, ich habe gesagt, die kommen da an, ne? Dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4. Das passt auch. Es muss nämlich genau einen hier nebenan kommen. So, wunderbar. So, das schließe ich jetzt als erstes da oben an. Dann haben wir den ganzen Spaß nach oben schon mal fertig. Wir wissen nur noch nicht, was wohin kommt. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ansonsten dahin. 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 Jetzt kommst du mit und gehst dorthin. So. Dann haben wir das doch wirklich schön ordentlich gemacht. Ich bin da ein bisschen begeistert. Also unsere Stromverteilung sieht doch echt klasse aus, oder? Ich kann doch mal in die Kommentare schreiben. Ja, der Raum ist ein bisschen breit. Man hätte das auch etwas kompakter machen können, aber hey, wir haben Platz. So, jetzt aufpassen. Ich will da nicht wieder genau so einen Quatsch machen, wie ich ihn jetzt gerade fast vorgeführt hätte. Dahin und du kommst dahin. So. Jetzt zwei reingesetzt? Nein. Okay. Hier runter. Das heißt, es müssten 1, 2, 3, 4 die da hinten sein. Ehrlich gesagt, gefällt mir das relativ gut, was ich hier sehe. Denn auf diese Ebene. Habe ich den eh schon bezogen? Dann machen wir jetzt Folgendes. Der hier ist es nicht. Wir ziehen dich hier hin. Da dran. So, du kommst dahin und gehst an den Kollegen und du kommst dahin. Okay, perfekt, die haben wir damit schon mal. Jetzt müssten wir die 11 Stück haben. So, du machst das. Plutonium-Brennstab. Encased Plutonium Cell. Dürfte das sein, oder? Frage. Machst du? Uran-Brennstab. Genau. Dann passt das. So, wie setzen wir die jetzt? Riech mich nicht hoch. Elf Stück. Wie habe ich die überhaupt angeordnet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach eine Reihe. Einfach eine Reihe ist natürlich nicht so schön, ne? Wie setzen wir die jetzt? Also ich würde das gerne. Wir machen den Spaß jetzt dahin. Dann gehen wir hin und sagen, du bist bitte ein solcher.
und machst mir den da dran, den da dran. Geh jetzt erstmal dahin. Mit dir geht es gleich in die Richtung weiter und mit dir auch. So. Dann kommst du noch mit an den hier. 5, 6, genau. Jetzt müssen wir gucken, der ist dran. Ups. Okay. Eins, zwei, drei. Dahin hätte ich den gerne. Der geht schon nicht mehr genau. Der ist jetzt wieder auf. Den ich dahin. Dahin. Und jetzt müssen wir da hinten noch einen haben. Zwischen den zwei. Haben wir. Ja, zwischen ist relativ, ne? Ist genau vor dem. Ah. So, damit hätten wir die 11 doch fertig. Dann können wir hingehen, die nehmen. Und unten wird alles sowas von verseucht sein. Wir haben den genau drauf, das heißt, wir ziehen den dorthin. Dabei sind, dann machen wir direkt hier. Wir brauchen die anderen beiden jetzt genau da drüben oben, also einmal unten, einmal oben. Und da ziehen wir jetzt knallhart durch. Brauchen wir nachher nur noch oben drauf schreiben, was das ist. Und dann ist auch gut. Fallen wir hier nochmal runter. So. Wenn euch das hier gefällt, was ich tue, dann lasst doch mal ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen, würde mir sehr helfen. Danke. So. Dahin. Oh, mir geht das Kabel aus. Aber wir sind ja hier auf der unteren Etage, das heißt, wir können da mal eben hinhüpfen. Wollte eigentlich laufen sagen, aber Walkability ist hier nicht so gegeben, wie ich dachte. Das ursprünglich mal geplant habe. Ich habe so viel Schiss vor dem ganzen Wassergedönse. Vielleicht, warum renne ich ja eigentlich dann vorbei? Ich wollte Kabel holen. Wir sind hier vorne. Mein Gedanken woanders. Passiert schon mal. Kennt er ja. Ja, mal. Sollte reichen jetzt mal. Brauche ich denn sonst noch was? Ich könnte Stäbe und Stangen mitnehmen. Und Turbodraht habe ich noch genug. Draht habe ich nicht. Auch noch genug. Dann haben wir hier die verstärkten Eisenplatten. Brauche ich nicht. Und jetzt nochmal eben Stängchen.
Plattform. Stängchen. So. Damit sollte ich erstmal genug haben. Das ist die Frage, wenn ich sowieso hier gerade an dieser Rampe bin, ne? Dann könnte ich auch da hochlaufen, das da oben schon mal anbringen. Cool. Wo machen wir es denn? Ich kann keine weiteren Leitungen anbringen. Oh! Was hab ich? Bitte, was hab ich? Ja, nice! Wie konnte das denn passieren? Also, ich bin ein bisschen baff. Merkt man auch fast gar nicht, ich weiß. What the heck? Seit wann mache ich denn sowas? Einmal ging's. Das ist ungünstig. Mal hier hin. Du kommst dann bitte einmal dahin. Gehst dann. Auf welche Höhe muss ich denn dann? Ja, ich weiß da vorne dran, aber jetzt auf Höhe von dem. Das heißt, ich muss das da hinsetzen. An den gerade dran setzen. Fertig. Und was noch viel besser ist, ich habe eine schöne Orientierungshilfe. Von wo aus ich denn jetzt den Scheiß mache. Bitte, was habe ich? Warum? Als ob ich nie im Leben habe ich das. Also, ihr kennt mich. Dat, Entschuldigung. What the heck? Ah, ein Brennstab. Wieso habe ich das denn? Falsch, ich bin nicht zu weit. Hier muss ich hin. Hier geht's rum. Da geht's rein. So, hier habe ich Plutonium. Da habe ich Uran. Hier habe ich Pellets. Hier habe ich. Plutonium-Brennstäbe. Uran-Brennstäbe. Und das andere, was ich vergessen habe, was wir aber gleich oben nachgucken. So. Jetzt muss ich aufpassen. Also. So muss ich ja. Brennstäbe mit kleinem B. Ja, kann man super lesen. Die kommen aber dort rein. Das sind 180 Watt. Kann eigentlich nicht, ne? Wie viel Watt hast du? Ja, okay. Passt. Doch, passt. 180, 18 Watt pro. Also, Megawatt. Ist ja eigentlich scheißegal. Einmal an. Einmal aus. Okay. Plutonium. Plutonium. Ein Tier. So. Mach ich an. Mach ich aus. Sieht doch gut aus. Dann haben wir hier. Das waren die Uranbrennstäbe. Uranbrennstäbe.
Stäbe. 550. 55 könnte hinkommen. Ich bin erstaunt, wie nah wir, also wie gut wir noch hinkommen mit der Dingens. Und was war jetzt der letzte? Auch irgendwas mit Uran? Ummantelte Uranzelle. Müsste das sein. Ummantelte Uranzelle. Weil einer mehr. Das würde auch passen zu den 550, wenn ich da sage, es sind 5,5. 55 meine ich. Ja, passt. Ui. Okay. Das heißt, wir haben die Seite hier fertig. Was haben wir denn hier? Plutonium-Brennstäbe. Wir haben ein paar Sachen angelassen, damit wir nach unten fliegen können. Warum so viel ist, weiß ich nicht. Egal. Ja, das heißt, mein Plan ist schneller fertig, als ich gedacht habe, weil ich hätte ja sonst noch die ganzen anderen Sachen setzen müssen. Aber wann habe ich das denn? Aber ich muss sagen, das sieht ganz nett aus hier. Ja, immer ein bisschen auch unterschiedlich, wo sie reinkommen, und das läuft. Das gefällt mir, das machen wir zu. Damit haben wir die Seite hier doch so weit abgeschlossen, dass ich jetzt eigentlich Kupfer, Wasser ran und fertig. Bringen wir das hin? Was habe ich denn dabei? Definitiv nicht genug. Ich müsste jetzt noch wissen, welches Wasser ich da nehmen muss. Ne? Aber das hatte ich doch hier irgendwie relativ clever gemacht, ne? Genau, hier geht das Wasser ab. Das heißt, es sind immer die untersten. Die Mitte ist hier ein kleines Problem, weil das Wasser steht da jetzt vor so einer Pumpe. Woher kommt das Wasser, bis da gepumpt wird? Ich meine, da ist kein Wasser drin. Was pumpst du? Achso, das liegt einfach nur oben drauf. Das ist Wasser, das von da zurückkommt. Das ist Wasser, das von da zurückkommt. Das pumpe ich da oben in den Ballon rein, ne? Jo, das pumpe ich hier rein. Und wird konstant weniger. Obwohl ich nichts... Ihr seid doch alle untätig. Hä? Die da vorne machen definitiv nichts. Okay, aber das wird wohl funktionieren. Gehen wir mal von aus. So. Das wäre jetzt natürlich kein Problem. Das hier ist nur eine 300er Leitung. Okay. Warum? Diese Leitung hier abzweigt für da hinten. Okay. Das heißt, ich brauche für hier Wasser. Wohin packe ich mir das denn? Jetzt genau da die Pumpe. Also wird das runter. Ist ja quasi fast perfekt. Nur wenn ich hier drauf komme, bin ich an der falschen Stelle. Also optimal wäre tatsächlich genau dieser Quadrant hier.
Also dieser, wo das Band vorsitzt. Wie machen wir das jetzt? Wie viel Wasser brauche ich eigentlich? 10 pro Minute braucht der hier. 10 pro Minute. Kam das Wasser hier hinten irgendwie rum? Ja, das Wasser kommt da hinten rum. Wie viele Dinge haben wir für Kupfer? Das heißt, da brauche ich gerade mal 300. Ich habe hier 300. Ich habe genau da 300. Was ist, wenn ich diese 300 dazwischen hochgehen lasse? Lass mal. Nein. E war die Taste. Gott verdammt. Customizer. Du bist Standard für Rohre. Okay, wir können blau und schwarz bestimmen. So, wir wollen noch einen Durchgang nach oben haben. Das ist die Pipeline-Durchführung, die ist hier. Wir sind, auf welcher Höhe sind wir denn? Genau auf dieser Höhe. So, ist das ein bisschen schief. Dann haben wir, den hätten wir gerne, genau. Wir schnappen uns hier eine Pumpe. Wir brauchen Stahl. Wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir aus dem ganzen Spaß hier mit den Pumpen alles. So, wir hatten nämlich den Anschluss irgendwo hier vorne, genau hier zwischen. Du gehst auf die Pumpe. So. Pumpe dürfte jetzt wieder an. Ja, Pumpe ist wieder an. Sehr gut. Weißt auch, wir brauchen Motoren. Rotoren. Nein, Dingens. Stahlbetonträger, meine Fresse. Eben gucken. Motoren nicht. Beton, Motoren. Wirklich? Nee, nicht das Schild. Alle nehmen. Motoren sind voll. Perfekt. Ich nehme mal hier den. Den nehmen wir mal raus. Dann haben wir alles. Dann suchen wir uns jetzt den Kunststoff. Dann habe ich das nämlich immer dabei. Und wir nehmen natürlich auch, wenn wir sowieso schon da dran sind, nehmen wir gleich Fläche mit. Genau, das Dings. So, haben wir auch genug? Oh, nee, haben wir nicht. Wir brauchen ja garantiert noch mehr für Rohre. So, Stahlbetonträger. Hier. Haben wir genug?
packen jetzt noch Kupferblech. So. Ah. Verdammt. Jetzt wollte ich das da oben noch anschauen. Komm, das macht man noch eben, oder? Ist das andere so schnell gegangen? Habe ich mir gedacht, machst du noch schnell was hinterher, aber das höre ich jetzt nicht mittendrin auf. Ist die Folge ein paar Minuten länger. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Kommt damit klar, oder? Nein, es ist immer noch besser als unsere Stundenfolgen. So rum hätten wir es gerne. Und dich hätten wir gerne vorne. Und dich hätten wir gerne dort. Perfekt. Dann kommt der Spaß hier raus. Oh Mann. Komm runter hier. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Wie sieht das aus? Das ist doch relativ einfach. Mal dahin. Okay. So. Oh, verdammt. Da war was. Anders machen. Muss weg. Wir setzen uns jetzt hier einen hin. Es geht da hoch. Ey, wunderbar. Die laufen los. Ja, das dauert, weil die müssen jetzt quasi erst die Seite voll machen und dann die Seite wieder. Aber es läuft. Jetzt nicht so doof war und das da hinten mit da dran geschlossen habe, da läuft, oh, da laufen die ersten Waren. Wunderbar. Und ich war so doof. Verdammt, das heißt, ich muss doch unten eine 600er Leitung nehmen. Okay, aber das ist kein Problem mehr für heute. Jetzt warten wir auf die nächsten für einen Screenshot. Wunderbar. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn euch gefallen hat, wie zum Beispiel dieser wunderbare Planet dort oben, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Äffchen.